Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns diesen Lautsprecher an, und zwar ist der von der Firma Harman Kardon, der Citation 500. Ich habe da schon drei andere Lautsprecher ausgepackt, die alle auch zu dieser Lautsprecherfamilie gehören. Die haben einen integrierten Google Assistant und Chromecast. Und sind so eben für die Zukunft gewappnet. Das ist ja jetzt, kommt immer mehr, dieses ganze Assistant und diese Home-Unterstützung. Und da hat sich jetzt eben Harman und Kardon gedacht, da bringen wir jetzt eben auch eine ganze Serie raus. Und der 500er, der ist da schon ziemlich weit oben. Also, das ist einer der größten. Kostet auch 649 Euro, also Schnäppchen ist er keins. Und dieser Karton, der ist schwerer als man denkt. Also, wo ich den hier raufgetragen habe, habe ich gemeint, da stimmt doch was nicht. Der wiegt wirklich 7,6 Kilo. Ist also wirklich nicht ganz leicht. Und der hat dann wahrscheinlich dementsprechend viel Soundleistung. Da bin ich mal echt gespannt, wie der so abgeht. Was das Besondere ist an den Lautsprechern, also außer dass er Google Assistant hat, ist, dass er eben auch Multiroom-fähig ist. Das bedeutet, ich habe ja jetzt schon drei ausgepackt und das wäre dann der vierte. Und ich kann die dann, wie ich möchte, im Haus platzieren und überall dieselbe Musik gleichzeitig laufen lassen. Also das ist durch die App, kann ich das steuern. Ihr braucht dazu ein Smartphone, Android oder Apple. Könnt ihr euch die Google Home App runterladen und über die lässt sich dann das Ganze der ganze Kosmos steuern. Ihr macht da eine Gruppe, da setzt ihr die ganzen Lautsprecher rein, dann könnt ihr sagen, ob in der Gruppe alle dieselbe Musik abspielen oder wie auch immer. Da könnt ihr denen noch Namen vergeben und wo die stehen und so, dass man die auch gleich erkennt. Also ist schon eine tolle App. Nur mit dem Einrichten, da hapert es bei mir. Also ich habe es jetzt ja schon dreimal eingerichtet und ich habe es nicht einmal aufs erste Mal hinbekommen. Keine Ahnung. Es ist aber auch beim Google Home selber, also den habe ich ja auch, also nicht der Citation, sondern der Google Home Lautsprecher, den konnte ich auch nicht aufs erste Mal einrichten. Also entweder habe ich die falschen Geräte zu Hause, also Tablet und Smartphone, obwohl die eigentlich ziemlich auf dem neuen Stand sind, aber egal. Irgendwie funktioniert es dann doch immer, da blinkt es und macht es und zack und geht nicht und auch macht man dreimal das Handy aus und an, auf einmal ist es dann eingerichtet und keiner weiß wieso. Aber so ist es halt. Genau. Was wollte ich noch sagen? Man kann natürlich da auch Stereo hören mit den Lautsprechern, allerdings braucht ihr dann ein paar von genau denselben Lautsprechern. Also ihr müsstet dann zwei von diesen Citation 500 kaufen, was ja dann irgendwie 1500 Euro ausmacht. Also schon ein teurer Spaß, um da Stereo zu hören. Aber ansonsten ist es halt Mono, sage ich mal. Ihr könnt nicht mit einem Citation 300 und einem Citation 500 zusammen Stereo hören. Das funktioniert anscheinend nicht. So, was steht hier auf dem Karton drauf? Oh, ist das schwer. The largest and most powerful smart home speaker. Also nicht auf der Welt, denke ich mal, sondern jetzt hier von der Serie. Da hat er einige Awards bekommen. Aussehen tut er natürlich schon echt super. Er hat also vorne was heißt vorne, außenrum, diesen Stoff. Und der ist auch was ganz Spezielles, das sage ich euch dann nachher. Das habe ich mir auf meinem schlauen Zettel notiert. Ist eine spezielle Firma, die macht eben speziellen Stoff für so Schall, für Lautsprecher und irgendwie alles, was mit Schall zu tun hat eben. Da haben wir oben hier ein Display, ein Touch-Display integriert. Hier haben wir vier LEDs. Die sieht man aber nicht, wenn sie nicht an sind, sondern die sind hinterm Stoff. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so ganz gut, aber gut, kann man damit leben. Und ein Harman und Kardon Logo, das gucken wir uns dann nachher live an. So, hier seht ihr dann die Familie, also die ganzen Lautsprecher, was da gibt. Da gibt es dann diese riesen Türme. Dann hier eine Soundbar gibt es noch. So Satellit-Lautsprecher. Die zwei habe ich. Das ist also der Citation One, Citation 100, Citation 300 und diesen hier, der Citation 500. Und das ist der Subwoofer zu der Soundbar, denke ich mal. Genau, und da seht ihr nochmal ein Beispiel, wie das dann im Raum
aussehen kann. Und hinten seht ihr dann noch den Lautsprecher, wie er innen aussieht. Ihr habt also hier zwei riesige Tieftonlautsprecher und zwei Hochtonlautsprecher. Integriert ist auch das Netzteil. Ihr habt also kein extra Netzteil, wo irgendwo rumliegt. Das ist auch im Gerät mit dabei. Das Gerät ist oben, die Abdeckung ist Metall. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier habt ihr ein Cast-Logo, mit dem, wenn ihr das irgendwo in einer App oder so sieht, Musik-App, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr euch das auf so ein Gerät streamen könnt, die Musik. Genau. Laut Beschreibung gibt es anscheinend 300 bis zu 300 Apps, die mit denen man da Musik drauf spielen kann. Steht hier auf meinem Begleitzettel, den ich mir im Internet ausgedruckt habe. Der ist direkt von Harman Kardon, also wird schon stimmen, über 300 Musikstreaming-Dienste. Ich habe eigentlich immer dieselben. Ich verwende Spotify, da sogar die kostenlose Version. Da kann man dann nicht spezielle Lieder abspielen, sondern eben nur sagen, spiel Musik oder irgendwie so. Dann verwende ich TuneIn Radio. Ich höre sehr gerne Radio. Das geht da wunderbar. Da sagt ihr einfach, spiele den Sender so und so und dann macht er das an. Was ich noch verwende, Google Play Music. Klar, das habe ich auch, weil ich sowieso alles im Google-Kosmos fast habe. Aber auch Amazon Music geht da, allerdings nicht mit Sprachsteuerung. Da müsst ihr ja also in die App, dann gibt es eben dieses Zeichen, wo ich euch vorhin gezeigt habe, und da könnt ihr dann die Musik drauf abspielen. Auch über WLAN, das muss dann also nicht Bluetooth sein. Er hat zwar Bluetooth integriert, er hat auch, aber das Hauptding, wie der Lautsprecher läuft, ist einfach Wi-Fi 2,4 oder 5 GHz. Und Bluetooth kann man halt noch zusätzlich nutzen. Ja. Okay, dann haben wir das mal geklärt. Jetzt packen wir das Ding einfach mal aus. Also wie gesagt, der wiegt 7,6 Kilo. Das ist also unglaublich. Ich hatte noch nie so einen schweren Lautsprecher, also in der Größe. Da habe ich schon mal schwere Lautsprecher auch gehabt, aber die waren dann auch riesig. So. Und Harman und Kardon, ja, das wisst ihr ja selber wahrscheinlich, das ist halt eine Premium-Marke. Und dass die das jetzt eben mit dem Assistant integriert haben, ist also schon toll, finde ich. So, jetzt haben wir, was haben wir denn hier da drin? Einmal eine Bedienungsanleitung. Und jetzt habe ich ja schon drei ausgepackt von den Dingern, aber jedes Mal ist es irgendwie ein bisschen anders. Da ist jetzt nur die Bedienungsanleitung drin. Bei den anderen war da noch mehr Papierkram drin. So, das seht ihr schon. Das ist also toll bebildert, farbig bedruckt. Hier steht also entweder iOS-App oder vom Google Play Store die Google Home-App runterladen. Geht also beides. Ihr müsst also nicht, das geht also nicht nur auf Google-Geräten oder auf Android-Geräten, sondern eben auch auf Apple-Geräte natürlich. Jo. Also ich finde auch trotzdem, da können viele werden da anderer Meinung sein. Manche schwören ja auf Alexa. Das gefällt mir alles nicht. Also das Alexa, ich habe es ja auf meinem Tablet mal ausprobiert. Ich weiß es nicht. Da irgendwie ist Google immer noch, da kriege ich die besten Antworten. Gut, vielleicht weiß ich auch, welche Fragen ich da stellen muss. Kann natürlich auch sein. Das ist ja auch mal ein bisschen Übung. Also hier, wo waren wir denn? Genau. Hier seht ihr nochmal, da sind die vier LEDs. Oben ist das Display, Touch-Display, zwei Mikrofone, Volume-Taste. Unten haben wir einen Power-Connector und eine Reset-Taste. Dann sind da irgendwelche Service-Schnittstellen, wo ich gar nicht weiß, wieso. Und da sieht man halt, was auf dem Display zu sehen ist. Wi-Fi, Mikrofon, Mute. Also der hört ja ständig mit eigentlich, weil er ja immer auf die, auf den Befehl Google wartet. Und von daher ist das Mikrofon eigentlich immer an. Das muss euch einfach im Klaren sein. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr eben das Mikrofon muten. Einfach draufklicken auf dem Display hier. Dann hört er nicht mit, aber dann hört er natürlich auch nicht, wenn ihr was von ihm wollt. So ist es eben. Man kann auch eine Taste hier drücken, dass man was fragen will. Aber das finde ich zu umständlich. Jo, das war die Anleitung. Packen wir das mal auf die Seite. So. Dann haben wir hier so Schaumstoff, dass das auch alles geschützt ist.
Und dann geht's weiter. Also wir haben hier, bin ich mal gespannt. Das ist alles, jede Verpackung ist irgendwie anders bei denen. Hier drin haben wir nämlich das restliche Zeug, was ich vorhin gesagt habe. Diese, das brauche ich gar nicht auspacken. Das ist so eine Google Play Music Gutscheinkarte, 3 Monate Google Play Music. Danach verlängert sich's. Ob man da was zahlen muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke mal schon nach den 3 Monaten. Und das restliche ist einfach nur so Papierkram, was Garantiegeschichten betrifft. Also nichts, was irgendwie jetzt wichtig wäre. Auf dieser Seite, das ist dann schon wichtiger. Das ist wieder anders. Da haben wir 2 Kabel. Und zwar einmal den englischen Stecker, den man ja gar nicht braucht, weil wir sind ja nicht in England. Pack mal wieder ein. Und einmal den deutschen Stecker. Das sieht auch wieder ganz klein wenig anders aus wie vorhin, auf jeden Fall die Verpackung. Aber der Rest ist derselbe. 1,8 Meter lang ist das Kabel. Und wie gesagt, es ist auch in Grau, so wie der Lautsprecher ist. Der Lautsprecher gibt es auch in Farbe Schwarz. Allerdings weiß ich dann nicht, ob dieses Kabel dann auch schwarz ist. Ich gehe mal davon aus, weil ich einfach Hammer und Karol zutraue, dass die das dann. Oh, es ist schwer. Dass die das dann in der gleichen Farbe machen. So, jetzt müssen wir mal Platz schaffen. Da haben wir das schwere Stückchen. Mal die Kamera weiter runter, so ist es, glaube ich, besser. Weg. So. Jetzt haben wir ihn. Also schon ziemlich groß. Kabel noch dazu, das ist eigentlich alles, was ihr bekommt. Also eine riesen Kiste. Ich kann euch jetzt mal die Abmessungen sagen, damit ihr das auch besser einschätzen könnt. Also von der Breite wären es 374 mm, also 37,4 cm, falls ihr da besser klarkommt damit. Dann von der Höhe 212 mm, also etwas über 20 cm und Tiefe 17,2 mm. 17 cm, also knapp 7,6 Kilo, habe ich gesagt. Bluetooth 4.2 ist verbaut. Das hier oben ist, also ich glaube schon, dass das Aluminium ist oder sowas. Das fühlt sich kalt an. Das muss schon irgendwie Aluminium sein. Was habe ich denn sonst noch? Ja, genau, die Lautsprecher 2x 25 mm Hochtöner und 2x 131 mm Tieftöner. Also richtig große Dinger sind da verbaut. Gesamtleistung, Ausgangsleistung wären 200 Watt RMS. Das ist natürlich auch eine Ansage. Der Citation 300 hatte 100 Watt, der Citation 100 hatte 50 Watt und der Citation 1 hatte 40 Watt. Und das Ding hat wirklich 200 Watt. Boah, das ist schon ganz schön krass, würde ich sagen. Was ist sonst noch zu sagen? Ja, genau. Wenn es Updates gibt, bekommt ihr das eigentlich so gut wie gar nicht mit. Es kann sein, dass irgendwo was blinkt, aber ihr müsst nichts drücken. Doch, im Display steht es, glaube ich, sogar drin. Bei denen, es gibt ja auch welche ohne Display, aber bei denen steht sogar drin, dass ein Update gemacht wird. Aber ansonsten, ihr müsst da nichts manuell starten oder so. Das macht die Kiste automatisch. Was auf jeden Fall auch noch zu sagen ist, was es da genau geupdatet wird, ob da jetzt Google nur seinen Assistant updatet oder Harman Kardon auch seine Firmware darauf updatet, um irgendwelche Sachen zu verbessern, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich kann mir fast vorstellen, dass das nur die Google Updates sind. Also wie gesagt, hundertprozentig weiß ich das aber nicht. Genau, muten, das Mikrofon habe ich schon gesagt, die sind hier oben die Mikrofone, hier haben wir Plus und Minus, Lautstärke kann man aber auch hier verschieben dann mit dem Touchscreen.
Multiroom habe ich auch schon gesagt, dass man zwei von denen braucht, um Stereo zu hören, habe ich auch schon erwähnt. Genau, Chromecast-Technologie habt ihr viele Sender und was weiß ich alles für Möglichkeiten, 300 Streaming-Dienste. Und ihr könnt natürlich da auch sämtliche Fragen oder so stellen. Also, was weiß ich, wie ist das Wetter oder wie wird das Wetter? Nächste Zugverbindung oder was weiß ich, was steht für Termine an? Da guckt ihr bei euch in den Terminen, bei Google, ist auch nicht schlecht. Oder was habe ich sonst immer noch gefragt? Ja genau, was gibt es für Neuigkeiten? Dann macht er die Tagesschau-App an und sagt euch die 100 Sekunden auf. Ist echt nicht schlecht, das ganze Ding. Jo. Ansonsten, ja genau, der Stoff, der kommt aus dem Hause Quadrant, das wollte ich noch sagen. Also die Firma heißt Quadrant, ich glaube, das ist eine dänische Firma, die diesen speziellen Stoff eben herstellt. Der ist schmutz- und wasserabweisend und ihr könnt euch den mal besser anschauen. So, das ist also richtiger Stoff, wenn man da auch drüber fährt, der ist also nicht ganz glatt, sondern hat so seine, ist so ein bisschen rauer, macht also wirklich... ein super Eindruck. Jetzt schließen wir das Ding einfach mal an und dann können wir ja mal kurz aufs Display schauen. Achso, der Aufkleber, der sieht jetzt so aus. Also so wird es dann aussehen, wenn eine Musik da drauf läuft, habt ihr dann so ein Touchscreen zu sehen. Ist aber jetzt in dem Fall nur ein Aufkleber. Den machen wir jetzt mal runter. Weil wir wollen ja keinen Aufkleber sehen. Dann schließen wir mal das Gerät hier an. Jetzt seht ihr es leider nicht. Also ich stecke jetzt nur den Stromkabel hier rein. So, 7 Kilo will ich jetzt da nicht dreimal rumhieven. Ach, schon schwer das Ding. So, dann stecken wir es mal ein und schauen mal, was passiert. Genau, jetzt haben wir hier diese vier LEDs, Status-LEDs, die sind auch mehrfarbig. Je nach Status leuchten die anders. Also wenn das Mikrofon zum Beispiel stumm geschaltet ist, sind die alle vier auf Rot. Und hier oben haben wir eben, steht jetzt gerade Harman Kardon als Logo. Und da erscheint dann eben auch der Musiktrack, wie der heißt, wenn ihr was abspielt. Oder eben, ihr könnt hier Bluetooth an- und ausmachen, Wi-Fi oder was weiß ich alles. Da seht ihr auch die Wi-Fi-Stärke. So, jetzt hat er den ersten Ton gemacht. Jetzt muss man hier die Sprache auswählen. Die steht jetzt hier auf Englisch. Kann ich hier scrollen und dann auf Deutsch und auf Weiter. Mehr geht jetzt nicht, weil jetzt sagt er, man soll sich mit der Google Home App verbinden. Und das dauert erfahrungsgemäß. Ich kriege das einfach nicht aufs erste Mal hin. Ich habe mich jetzt schon dreimal geärgert. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich ein viertes Mal ärgern. Wenn es dann eingerichtet ist, läuft das Ding einwandfrei. Ich habe dann meine Gruppe, dann mache ich alle Lautsprecher in eine Gruppe und wenn ich dann einmal Musik laufen lasse, laufen die synchron ab. Da kann man dann sogar in der App einstellen, wenn einer zum Beispiel ein bisschen verzögert klingt, kann man das einstellen, die Verzögerung, dass das wieder gleich läuft. Ist also wirklich eine tolle Sache. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Tagen so läuft. Da werde ich dann ausgiebig testen. Aber bisher bin ich begeistert auf jeden Fall von den Lautsprechern. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Schaut euch die anderen drei Teile auch noch an. Vielleicht ist da ja was Tolles dabei. Ich packe immer die Links unten in die Videobeschreibung rein. Und vielleicht ist ja das was für euch. Ist nicht billig, aber ist auf jeden Fall sein Geld wert, sage ich jetzt mal. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bedanke mich. Daumen nach oben, freut mich. Tschüss, bis zum nächsten Video.